Kreisverkehr nehmen Sie die erste Ausfahrt rechts. Müssen wir so einen Laufbot haben. Oh, da ist eine neue Quest. Ich glaube, das ist irgendwas mit Robotern. Jetzt komme ich langsam in dem Gebiet. Ne, das nächste Gebiet ist das, wo ich mit meinem Jedi-Ritter bin. Nur ich glaube, der hat schon weitaus mehr Spielzeit als der hier. Weil der Jedi rockt nicht so. Hallo? Ich hab ihn kaputt gemacht. Keinen Schritt weiter. Ich sehe genau, was ihr vorhabt. Wie könnt ihr nur so mit einem Kurierdroiden des Senators umgehen? Dokumentendiebstahl, was ist nur los mit euch? Das hier ist das Herz der Republik. Die größte Bastion der Demokratie in der ganzen Galaxis. Ich bin hier, um die Republik zu schützen. Indem ihr das Gesetz brecht und die politischen Prozesse unterwandert? Fällt mir schwer zu glauben. Ich kenne Leute wie euch und euer Geschwätz, die wahre Republik zu schützen. Ganz egal, wie unbeliebt Senator Pavels Pläne auch sein mögen, die Prinzipien der Republik geben ihm die Freiheit, diese Ideen zu äußern. Das ist wohl richtig. Ganz genau, danke. Wenn ihr die Dokumente des Senators an euch nehmt, tretet ihr alles mit Füßen, wofür die Republik steht. Aber die wirklich Schuldigen sind die paranoiden Fanatiker, mit denen ihr euch eingelassen habt. Die kenne ich ja nicht einmal. Und genau deshalb solltet ihr euch nicht mit ihnen verbunden fühlen. Es ist noch nicht zu spät, dass ihr umkehrt und das Richtige tut. Ich könnte vergessen, euch überhaupt gesehen zu haben. Ich habe hier ein Paket mit alten Landwirtschaftsstatistiken. Gebt mir das Paket des Senators und bringt euren Freunden das hier. Oh, ich glaube, der hat Reden plus 5. Der Senator kann fortfahren. Fürs Erste. Ich bringe die falschen Unterlagen zurück. Ihr tut das Richtige. Ich bin froh, dass ihr die fehlgeleiteten Absichten dieser Fanatiker erkannt habt. Im Namen des Senators und meiner Wenigkeit, vielen Dank und viel Glück. Ebenso. Guck mir nicht so an. Und jetzt ist hier, glaube ich, auch noch ein Roboter drin. Da ist er. Ein Roboter ist gut. Wir sind alles voll mit Robotern. Senatorin, verstehen Sie doch. Die Reparatur von Coruscants Infrastruktur ist grün-stumpfwinklig. Wir brauchen eine schwarze Winkelhalbierende, um die rote Parallele zu erreichen. Hä? Das ist zwecklos. Ich verstehe kein einziges Wort. Ich bitte um Geduld, wenn ich mich unverständlich ausdrücke. Ich formuliere es klarer. Die unteren Ebenen sind äußerst beunruhigend und voller Unfälle. Aktive Helfer können das Problem lösen. Oh. Ich gebe auf. Habt ihr eine Ahnung, was der Botschafter-Droide sagen will? Ich dachte, Botschafter wären für gewöhnlich organisch. Dies ist eine außergewöhnliche Situation. Ich bin Senatorin Oranda und das ist Pataka von der Gree-Enklave. Bevor ihr fragt, die Gree sind ein entlegenes Volk von Isolationisten. Sie waren am Bau von Coruscants ursprünglicher Infrastruktur beteiligt. Wir haben sie um Hilfe bei den Reparaturen gebeten und sie haben diese Droiden geschickt. Welche Teile der Infrastruktur müssen denn repariert werden? Energie, Wasser und Müllverarbeitung. Dinge, die fürs Überleben dieser Welt unabdingbar sind. Der Krieg hat große Teile Coruscants verwüstet. Die Enklave benötigt Rohstoffe und bietet dafür die Umkehr von Coruscants gelb-konkavem Zustand an. Zu diesem Zwecke stehen wir für einen weißen Scheitel bereit. Gree-Droiden scheinen in Gree-Mustern zu sprechen. Ich muss dieses Kauderwelsch verstehen, um Coruscant wieder aufbauen zu können. Ich drücke mich einfach aus und bitte um Verständnis. Der Handel steht vor großen Schwierigkeiten. Meine Repräsentanten werden bei den Reparaturen angegriffen. Feuer, Schäden, Furcht. Können Sie mir folgen? Das habe ich verstanden. Etwas Bedrohliches hindert euch bei der Ausführung eurer Aufgabe? Das ist eine zutreffende Annahme. Ihr Verständnis ist wirklich gut. Dankeschön. Coruscant ist auf diese Reparaturen angewiesen, um weiter zu bestehen. Pataka, die Repräsentanten müssen diese Gefahren einfach überwinden. Unmöglich. Meine Repräsentanten brauchen Hilfe von jemandem, der Feuer, Schäden und Chaos gewohnt ist. Eine schwarze Winkelhalbierende, verstehen Sie? Feuer, Schaden und Chaos sind genau mein Ding. Dann verfügen Sie über das Potenzial, uns zur roten Parallele zu führen, die allen zugutekommt. Ich werde die schwarze Winkelhalbierende mit nützlichen und wertvollen Dingen entlohnen, die es nur in der Enklave gibt. Meine Repräsentanten werden Ihnen Ihre schwarzen Kugeln erklären. Das sind kühne und gewagte Missionen.
Sprechen Sie mit ihnen und hören Sie zu. Oh mein Gott, redet der eine Scheiße. Wer will mit mir reden? Ah, der da hinten. Rede mit mir, Namak. Dort gehe ich nie wieder hin. Nicht nochmal zum blauen Neuneck. Jetzt bin ich gelb konkav. Mein Rahmen ist für alle Zeiten beschädigt. Und wofür? Undankbare Menschen. Ich kann nicht ganz folgen. Ich bitte um Verzeihung. Es ist die Angst. Ich bin durcheinander. Ich sollte mich klarer ausdrücken. Korosans Wasserversorgung ist zum Erliegen gekommen. Pataka gab mir den Befehl, die unterbrochene Wasserversorgung in der unteren Ebene zu reparieren, um das Wasser zum Fließen zu bringen. Ich hatte schon einen Plan, um Patakas Befehl zu erfüllen. Alles war eine orangefarbene Kugel, bis ich die untere Ebene erreichte. Dann wandelte es sich zu einer grünen Senkrechten. Mein Gott. Was ist hier passiert? Ihre primitive Sprache vermag mein Leid nicht auszudrücken. Elende Verdorbenheit. Unglaublich senkrecht. Einfach zu viel. Pataka hat mir nichts von den tödlichen Feinden in den unteren Ebenen erzählt. Die vielen Angreifer und Waffen zeigten mir, dass ich dort nicht willkommen bin. Ja. Ich konnte der schwarzen Sonne entkommen und das Gerät ist noch intakt. Aber die Reparatur steht noch immer aus. Korosans Wasserversorgung braucht dringend mein Gerät, um wieder zu fließen. Der braucht der Gerät, hör mal. Kann ich dein Gerät zur Wasserversorgung bringen? Sie bieten sich als schwarze Winkelhalbierende an? Welch erfreuliches und unerwartetes Angebot. Zum Dank biete ich Ihnen geniale Erfindungen der Gree an. Ja, komm. Nehmen Sie meine Erfindung, seien Sie vorsichtig. Wir reden so eine Scheiße, hier Kopfschmerzen. So, der Gerät. Du hältst der Gerät. Und jetzt gehen wir mal als schwarze Winkel halbieren, ne? Ist, glaube ich, ein Ausdruck für... keine Ahnung. Erforschte Gemische, tschüss. Für Diener bestimmt. So. Und jetzt, da hinten war noch eine Quest. Wer hat die denn? General Gaza. Ist das nicht diese Oma mit dem dicken Arsch? Schauen wir mal. Wie groß das hier gebaut ist. Viel zu groß. Was sind hier vor für Riesen durchgelaufen? Nein, ich glaube, ich bin falsch abgebogen. Oh, Kacke. Ich war abgelenkt. Aber die nächste rechts hier rein und dann bin ich fast schon da. Und, ah, Mist. War zu sehr hin und her. Oh, hier ist noch eine Quest. Von der Senatorin. Ah, mein Storybereich. Hi. Ah, der war noch 4 Minuten. Ah, Lieutenant. Zu eurer Arbeit bei der Händlergilde der Migranten muss wohl nichts mehr gesagt werden. Kommen wir nun zum nächsten Ziel. Die Schwarze Sonne. Eine mächtige Organisation, die sich aus den gewalttätigsten Kriminellen ganz Korosans zusammensetzt. Die Schwarze Sonne verfügt über ein großes Netzwerk an Quellen, die sie mit den tödlichsten Waffen versorgen. Darunter ist auch ein starkes Nervengas, das sie in großen Mengen an Tavus verkaufen. Was kann dieses Zeug anrichten? Die Nerven schädigen. Aber es gehört zu den gefährlichsten Nervengasen überhaupt. Ihr müsst äußerst vorsichtig sein. Ein Sergeant der Sondereinheiten namens Jaxo hat vorab eine Aufklärungsmission im Hauptquartier der Schwarzen Sonne ausgeführt. Ihr trefft sie und erhaltet einen genauen Angriffsplan. Wir können nicht riskieren, dass Tavus dieses Nervengas in die Finger bekommt, Lieutenant. Setzt alle nötigen Mittel ein. Das wäre alles. Oh, sauber, ohne viel Gequatsche. Und ich habe Schuhe gekriegt. Sind die besser? Nö. Bäm, Stufe 14. Ole, und neues Skillpunkt. Übernehmen. Was haben wir denn als nächstes in der Reihe? Ruhiges Zielen, Mündungseinschnitt, Spezialmunition und schwerer Soldat. Von Volltaul Ausdauer um 1%. Lohnt sich ja richtig.
Wie viel Ausdauer habe ich denn? 2100. So, da hinten in der Ecke befindet sich noch jemand. Ich glaube, aber ansonsten keiner mehr, nö. Keiner mehr da. Außer dieses kleine Ding, was hier steht. Ach du Scheiße, der Kacke an. Naja, Name Ramkam. Kala Amkam, Mani Mani. Lebigba. Ich hoffe, die kommen nicht so oft. Was wollt ihr, Gnomen? Das war nicht gerade ein subtiler Versuch, meine Aufmerksamkeit zu erregen. Boah, jetzt hat Kacke an, ey. Ja. Wie so ein Schwein. Ich möchte nicht, dass mich irgendein korrupter Senator in den Kampf schickt. Wenn ihr das lesen wollt, ihr könnt ja dann Pause machen. Gelaber geht mir von den Dingern ein bisschen auf den Sack. Ach, endlich. Ich muss irgendwelche Schienen holen für den. Ich dachte, mein Inventar überhaupt. Okay. Na gut. So, wo ist Jorgen? 1:07 noch und dann kann er sich die nächste dicke, fette Waffe herstellen. Alter, ich glaube, ich muss den nochmal und nochmal und nochmal wegschicken, damit ich die dicken Waffen als erlegen kann, um dann noch eine dickere herzustellen. Aber warte mal. Ich benutze mal eben den hier. Aber es reicht nicht. Verdammt! Ist nicht weit genug weg. Doch, ich fliege jetzt zum Senatsplatz. Kann nur besser sein, als da jetzt hinzulaufen. Hallo? Ah, ja doch. Ach Mist, ich wäre sonst von da oben gekommen. Jetzt hätte ich doch nochmal einmal rumlatschen. Und zwar, genau, bis zum nächsten Rondell. Und dann kann ich zum Taxi ins nächste Questgebiet düsen. Boah, was hat der denn mitgebracht? Alter! Gewand des Vorboten. Borus, erfordert Stufe 15. Herstellung dieses Gegenstandes lernen. Muss mal gucken, was mein Jedi kann. Das wäre doch mal was. Jorgen, so leid es mir tut. Könntest du hier diese eine Waffe herstellen? Ach doch, ne, ist doch richtig. Das ist doch schon diese überragende. Mach fertig. Ich kümmere mich darum. Die kannst du sogar mal selber anprobieren. Ich weiß noch nicht, ob die besser ist von dem. Falls nicht, zerlege ich die wieder. Oder aber verkauf diese. Hi. Oh, er hat sich gerade ausgelockt. Muss ins Bett. Und schon wieder 10 weniger als vorhin. Da seid ihr ja. Ich drauf hatte schon hab. Sorge, der Sicherheitsdienst würde euch Ärger bereiten. Wie ist es gelaufen? Habt ihr Pavels Dokument? Es lief alles wie am Schnürchen. Gut, das höre ich gern. Hier, nehmt euren Lohn und ich nehme das Paket. Und seid gewiss, dass Senator Pavels Antrag keine Zustimmung finden wird. Ich habe jetzt genug von euch und eurer Sache. Ob ihr stolz darauf seid oder nicht, ihr seid ein Held der wahren Republik. Ja, sauber! Oh, ich kann was aussuchen. Kommando Soldatenlauf 3. Ich werde mir gleich mal eine Waffe basteln. Reflexlauf, Zielgenauigkeit. Achso, hier ist mehr Ausdauer drin und das ist einfach nur gedreht. Nehmen wir mal den. Müssen wir nur mal gleich mal die Waffe irgendwie pimpen. Pimp my weapon. Oh. Der berühmte Lieutenant, Held der Republik. Euer Ruf eilt euch voraus. Sprechpause aktiv. Agentin Yorksin, SID.
Lasst euch nicht für meine Aufmachung täuschen. Ich arbeite verdeckt. Ich brauche Hilfe. Wir schleusen unsere Leute seit Monaten in das Finnak-Frachtunternehmen ein. Wir wollen dem Waffenschmuggel ein Ende setzen. Jetzt hat die schwarze Sonne damit begonnen, Finnaks Frachter zu entführen. Sie töten die Besatzung und schnappen sich die Fracht. Wenn ich SED-Personal darauf ansetze, fliegt unsere Deckung auf und wir müssen wieder von vorn anfangen. Ihr braucht es nur zu sagen. Ich habe eine Schwäche für Frauen in Uniform. Schwäche? Ich würde euch jetzt nicht gerade als schwach bezeichnen. Ich kann euch eine hübsche Bezahlung anbieten, wenn ihr uns helft, die Entführer aufzuspüren und die Fracht zu finden. Ich denke, ich kann dafür sorgen, dass ein paar Entführer ihre Berufswahl bereuen. Sobald ihr mit ihnen fertig seid, müssen wir wissen, wohin sie die Fracht bringen. Versucht euer Glück bei den Docks. Die schwarze Sonne muss einen Lader programmiert haben, die Fracht an einem sicheren Ort abzuladen. Ah, okay. Und demnach kann ich jetzt ins nächste Gebiet reisen. Okay, wo ist er? Ich müsste jetzt hier alles haben. Und Jorgen ist in 100 Sekunden wieder hier, um seine neue Waffe in den Händen zu halten. Aber irgendwie will er mit mir nicht irgendwo hin. Doch, ist grün markiert, dann ist es richtig. Ab ins nächste Gebiet. Wie ist das eigentlich, wenn man mit Begleiter dabei sitzt? Dann hier? Ich denke mal schon, oder? Oh toll, er lenkt ja gar nicht. Und hat noch niemals den Helm auf. Obwohl, er ist hinter der Windschutzscheibe. Das funktioniert noch. Oh, macht bestimmt Bock. Und fliegen können die ja alle. Das sieht man ja auch im Vorspann. Von diesem Schmuggler, was der da hat. Und jetzt wird gelandet. Und ich muss sagen, dieses Questgebiet hier ist total scheiße. Es gefällt mir absolut nicht, nur in dieser riesigen Stadt rumzulatschen. Und jetzt sind hier auch nochmal 500 Quests. Hi! Hat Lobak euch geschickt? Offenbar nicht. Kann ich helfen? Was für Beweismaterial sucht ihr? Ich weiß vielleicht etwas. Ich möchte zu gern sehen, wie einer dieser Verbrecher es mit dem Chaos-Trupp aufnimmt. Neue Quest. So, Jorgen, jetzt pass mal auf. Oh, Tapferkeit, habe ich bald einen Rang hoch. Und ich bin voll sozial. Okay, müssen wir wieder mehr mit anderen zocken. Zuneigung, er mag mich. So, Jorgen, was sagt denn deine Waffe? 47 bis 88. 53 bis 80, schon besser. 10 Zielgenauigkeit, 12 Ausdauer. Schon besser. Techstärke. Ah, sauber. So was von gut. Wie ist er denn im Vergleich zu meiner? Aber ich könnte die doch noch aufrüsten wahrscheinlich. Hier ist doch bestimmt irgendwo eine schöne Werkbank. Da ist sogar eine. Ah ja, Moment, bevor wir das wieder vergessen. Es war noch nicht passiert, aber muss ja auch nicht passieren. Jetzt gehen wir mal gucken, was wir hier raus machen können.